Sag mal, ich habe echt keinen Bock mehr auf so ein Zeug hier zu machen. Können wir damit nicht irgendwie aufhören oder sowas? Wie, du willst hier mit dem Spiel aufhören? Ja, ich glaube, ich lösche meinen Account. Also, es lohnt sich doch nicht, was. Stimmt, Mein. ey. Das ist so ein Hör mal Scheißspiel, auf. ne? Das ist voll der Rotz. Okay, hör mal Jo. auf. Das war's für die Aufnahme, ne? Das Und war, tschüss. das war's allgemein fürs Let's Play, oder? Ich würde sagen, wir hören auch mit dem Let's Play komplett auf. Wir haben gerade erst angefangen. Noch gar nicht angefangen. Kündigen unser DSL. Genau. Wir werden Einsiedler. Legen uns nur noch Back ins to the Bett. roots. Back to the Roots? Nein, natürlich nicht. Moin erstmal an alle. Guten Abend. Genau, mein letzter Test, den ich hier sehe, ist Willkommen Aufnahme 034. Ich Den, glaube, das ist toll. der Ich 35. lösche mir extra raus hier aus dem Ding und du. Okay. Ich glaube, das können die Willkommen meisten nachzählen. aus Aufnahme 035. Guck mal, unser Nachfolgeschiff steht da mitten uns, mitten unter uns. Über dir meinst du? Über mir, neben dir, zwischen uns. Genau. Dot Galaxy. Die Ambassador-Klasse ist gar nicht mal so viel kleiner als die. Nö. Was? Was? Wieso stehen bei mir Fortfahren? Nehmen Sie Damakan auf? Sind wir hier schon bei? Wir sind schon an der richtigen Stelle, davon abgesehen, weil War den das. Weg Ach, wollten wir dann ersparen, aber. ja, aber war das in Kiel? Achso, stimmt, wir sind ja direkt hier. Ach so, stimmt ja. Ach Ja, ja. genau. Wir sind ja in der letzten Folge, also zwischenzeitlich hier mal schon mal ein bisschen hingeflogen, damit wir diesen langen Flug nicht unbedingt aufnehmen müssen. Genau. Oh, mit Frachtschiff handeln. Was habt ihr? Ja, Können wir meistens Ihnen was nicht. anbieten? Medizinische Hilfsgüter, bla 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 bla. Nö, nicht wirklich. So, jetzt erstmal ganz kurz gucken. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Wir haben einen Warpkern gekriegt das letzte Mal. Den baue ich mal ein. Ja. Dann, was Ey, guck mal, haben. das gibt doch ein schönes Bildchen ab, oder? Ja, die drei Schiffe. Jetzt muss ich noch einmal gucken, weil wir haben jetzt ja auch die Nimbus-Piraten gekriegt. Da gab es doch Handelsschiffe. Auch wenn du andere Fenster drin hast wie ich. Nimbus-Piraten, die packen wir mal da rein. Ach, stimmt ja. Weil die unterstützen Notruf. einen, ja. So, was haben wir denn noch? Die, womit ich mein Schiffchen jetzt noch ausstatten kann. Der überhaupt kann, schmeißen wir gleich mal weg, nimmt eh nur Platz weg. Dann habe ich da Ja. noch ein, das machen wir weg. Ey. Dann machen wir das rein. Warte mal, habe ich nicht gerade eben hier irgend. Warte mal. Jojo. Warte mal, dann machen wir das doch so. Echo. Ach so, das Ding kriegen wir vorne rein, okay. Nimbus-Piraten-Ding haben wir. Okay, dann kann das weg. Was haben wir denn da noch? Da war jetzt nichts Interessantes. Kann ich meine Leute mit besseren Waffen ausstatten? Vier. Persönliche Machen wir das so. Ausrüstung und Vier. Vier. Sechs. Oder machen wir dich? Vier. dann musst du dich mal für Sechs. einstellen. Dann kann ich nämlich die wegschmeißen, die Wäffchen. So, persönliche Schilde. Dom-di-dom. Oh, MK6. Ja. Schilde. Kann ich mir mal verpassen. MK4, MK3 machen wir es so. Ach nee, was haben wir hier? Was? Nein. Laden. Dann kann das weg. Tauschspuren Schmeiß sind mal wieder das offen. noch weg. Also, du hast mitgekriegt, dass ich eine Azura geholt habe, oder? Ja, aber ich brauche sie gerade nicht. Okay, persönliche Was haben wir noch? Waffen. Das kann man benutzen. Jetzt habe ich nämlich den Lore, einen lilanen Dorfoffizier, gekriegt. Dann verpasst man den Leuten noch ein bisschen hier Zeug, damit es ein bisschen verbraucht wird. So, Schiffsausrüstung, Geben wir Tülikü. der noch einen Schnaps. Was ist denn das? Romulanisches Schiffswaffen. Ale. Und das kriegst du noch. Da ist noch ein 10.000. MK4-Schild. Das packen wir da rein. So, jetzt wird das Inventar langsam wieder ein bisschen leerer. Und Die Azura Schiffswaffen hast du ja, dann sucht. eine Waffe kann ich verkaufen. Tauschbörse. Oh, das Ding ist für 6.000 drin, das ist natürlich. Kann ich auch Nachsuchen. wegwerfen. Das ist für. Suchen. Warte mal, bist du überhaupt, bist du gebunden? Oh, ein Charakter gebunden, das ist super.
Mit der Kanone will und kann ich ja natürlich mal überhaupt nichts anfangen. Schmeiß mal sie weg. Was? Welche Kanone? Diese Durchstoß-Tetrion-Dualkanone. Ach so. Die kann ich meinem Schiff sowieso nicht einsetzen. Gut, ich wäre soweit. Moment, sofort. Mal ein bisschen hier. 34.000, das nehmen wir doch gern mit. Brauchst du mit? Also gerne könnt ihr wieder einkaufen bei mir. Ich habe viel eingestellt, viel im und so weiter. Ihr wisst schon, was. Ja, erzähl einfach, was werden ich das hier mache. Mein Schiff ist schöner als deins. Du ja, hast nichts drauf. Ich habe schönere Fenster. Ich habe die schöneren Fenster. Ach genau, das können wir dann gleich noch rein tun. Und bist du was wert hier? Singularitätskern. So. Ich halte es nicht für möglich, aber das werfe ich trotzdem weg. Jo, hatte ich. Sehr schön, können wir. Können wir. Wo muss ich hin? Dann näher zum Kehle-System. Wunder schon. Fortfahren, nehmen Sie Damakan auf. Was? Damakan Crack? Ne, jetzt war ich mal anders. So, ich fliege jetzt mal normal hin, weil ich will jetzt noch schnell meine Skillpunkte verteilen. Mache Manöver noch ein bisschen hoch. Elektroplasma-System, Impuls, Schubdüsen, Warpkernpotenzial, machen wir mal. Machen wir mal so. Gut. Dumm. Na dann, auf geht's. Diesmal müssen wir aber kein Ferengi-Schiff jagen, oder? Nö. Akzeptieren. Oh, da hat man dich aber schlucken gehört, du. Halt, vorbeigelaufen. Alter, was war denn das? Psst, das war meine Katze. Ach ja. ja. Klick ruhig durch. Oh. Auf das Schiff beamen. Möchten Sie das Schiff auf das Schiff beamen? Natürlich. Weswegen waren wir jetzt eigentlich. Achso, wegen dem Abholen. Wir spielen jetzt ein bisschen Personalfrachter. Taxi. Taxi, Taxi. Jo. So, jetzt müssen wir zum Alpha Centauri Sektor Block. Nach oben. So, ja, immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus, also da ist der Block mittig rein. Noch ein bisschen nachkorrigieren und Warp 9,49. Ich habe Warp 9,76. Ich war wieder am Warpkern und nee, mit dem gleichen Warpkern. Ja, aber kommt auf den Skill auch an. Ich habe gerade noch ein bisschen Warpkern-Potenzial geskillt. Ja, den habe ich den gelben voll. Ja, es gibt ja überhaupt keine Effizienz und überhaupt kein Potenzial. Habe ich beides auf Geld? Ja, ich habe. Ich habe immer eins mehr wie du. Naja, ja, okay, Effizienz auf dreimal gelb und Potenzial plus einmal gelb. Ich habe beides auf dreimal gelb. Was hast du denn für, weiß ja nicht, ob es also mit dem eingebauten Impulsantrieb auch ein bisschen zusammenhängt? Wahrscheinlich. Auch wenn da nichts vom Warp steht. Na egal. Ich bin auf jeden Fall schneller wie du. Warp. Was ist das richtige System? Ja. Jetzt zum Sierra-System. Da ist es gleich da vorne. Ja, zur Sternenbasis. Wir müssen ja, okay, zur Sternenbasis. 39. Obwohl es ja einen Unterschied gibt zwischen Außenposten, Sierra Außenposten und Sternbasis. Echt? Ich konnte nur das Sierra-System betreten. Fliegen Sie näher an die Sternenbasis 39 heran, um die Raumstation anzudocken. Na, das machen wir doch mal krass.
Also ich weiß nicht, so eine Sternbasis an so einem gebrochenen Planeten wäre mir fast ein bisschen zu heavy. Das wäre eher ein bisschen, ja, angsteinflößend. Antragsprozedur, das ist doch schon. Achso, näher ranfliegen, immer noch. Fliegen Sie näher nicht. Okay, weiter. Runterbeamen. Ja, ich wollte antauchen, nicht runterbeamen. Warum sind eigentlich die Fenster von der Stammbasis um so viel größer wie meine Fenster? Das sind halt große Fenster. Panoramafenster. Panorama, ja. Was haben wir da für ein Bild? Starbase 39 Sierra. Was? 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 Müssen wir mal fliegen? Sprechen Sie mit Damakan in der Waffenkammer. Wir müssen, glaube ich, hier rein. Ab ins Kämmerchen. Admiral. Das weiß ich nur gerade nicht. Warte mal. Damar ist der hier. Ne, das ist Argus Castra. Das hinten war doch eine andere, oder? Ja, das war die Der Tanne. Tane. Wow, hier müssen wir doch mal anders hin. Nee, das war, glaube ich, ganz, war das ganz hinter? In der Waffenkammer. Ja, das war, glaube ich, nee. Ganz hinten ist auf jeden Fall die Werft. Gehen wir mal durch, gucken wir mal. Doch, da hinten ist es, passt schon. Ist das nicht hier die Waffenkammer? Ja. Mariden, Tamek, Charan. Haben Sie Angst davor, in den romulanischen Raum einzudringen? Wo bist denn du jetzt hin? Ach, da bist du. Ach, super. Drücken Sie mir die Daumen. Congratulations, Commander. Glückwunsch. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe durchgeklickt. Man kriegt hier für Also. sinnloses Durchklicken, ohne zu lesen, kriegt man hier Erfahrungspunkte. So, was kriege ich jetzt für eine Mission? Ah, Atane. Akzeptieren. Oh, es gibt eine berufsspezifische MK6-Kit-Belohnung. Ja, Ach ja. jetzt. Da ist er. Ich Akzeptieren. muss zwischenzeitlich mal gucken, was hier meine Doofe machen. Was gibt's denn hier Interessantes? Bewerbungsinformationen des Geologen bearbeiten. Persönliches Waffentraining, auch gern. Hier noch. Subraumteleskoporden. So. Was brauche ich denn da? Okay. Da ist nichts. Warte mal, ich mache das jetzt mal so. Ich breche die eine jetzt So. nochmal ab. Das abbrechen. Warum? Naja, weil ich hier gerade was machen will. Übersicht auf dem Schiff. Selten. Und zwar brauche ich dreimal das. Das da. Replizieren. Dreimal. So. Ach. Da fehlt mir doch noch ein bisschen. Was brauche ich denn da? Ein Telekinese. Oh, das wird schwer. Ja, okay, muss ich doch die Mission machen. So. Gab es da noch irgendwas? Nein. 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 Einmal. Nein. Zweimal, dreimal. Langweilig. Schlaf ein. Machen wir das noch. Ich hab's gleich. So, Abteil ist leider. Medizinisch, haben wir da was? Nein. Haben wir da was? Auch nicht. Okay, wir können weitermachen. Wo bist du denn hin? Such mich. Hasch mich. Ich sehe dich. So. Was ein Lager voller Hinweise gilt zu Akrama Sonnensystem. Alter, guck dir Also, mal den Waffenschrank an. Hey, weißt du, komm. warum ich da drin sitze? Pack ein. Weißt du, was ich schon gemacht habe? Haha. Also auf So. Schiff. So ähnlich. Beam me up, Irgendjemand. So. Jetzt nicht und weiter.
Zur Station, ne, natürlich jetzt nicht. Oh, da Und. ist auch ein alter an der Preis. Oder habe ich das richtig gesehen? Ne, ist ein anderes. Auch ein ganz schön lang der Warp, bis der mal aktiviert hier. Mann. Oh, da wieder was verkauft. Sehr schön. So, fliegen wir uns eigentlich überhaupt hin? Zum Agrama-System. Ja, du fliegst schon richtig. Natürlich gibt es da Fragen. So. Schubidu, betreten. Ich bin voll betreten, wenn ich sowas mitkriege, du. Aha. Was? Was war denn das für eine Mission? Die Sensoren zeigen jede Menge illegaler Schiffsaktivitäten in diesem System an. Es scheint ein Depot sowohl für Orioner als auch für unabhängige Schmuggler zu sein. Voll krass. Scannen Sie den Frachtspeicher, um die Datenstäbe der Föderation zu finden. Machen wir Auf nochmal, geht's. oder? Ja. Ja. Tü-lü-tü. Ah. Da wird's rot. Du von links, ich von rechts. Jupp. Nehmen Sie voll in die Zange. Stirbt. Sterbst. Bam, bam. Bumm. Und. Ah, jetzt aber auch schon ein halber fliegender Felsbrocken, das Ding. Ja, das ist noch nicht die Galaxie. Ja, ich weiß schon. Bei den Kreuzern gibt es aber immer ein bisschen den Trick, auf halbem Impuls zu gehen. Ich flieg mit halbem Impuls. Oh, ich habe eine Kiste der Wut. Eine verschlossene Kiste. Die sind so dermaßen selten in dem Spiel. Ja. Das sind, ich nenne sie mal Geld aus der Tasche ziehe Kisten. Ich scanne hier irgendwas gerade, ich weiß nicht. Ach da. Oh. So, da Ich hinten dachte, kommt hier gleich hättest das du schon nächste. geholt. Nö. Chronometrische Partikelspuren. Wir haben Feindkontakt, Sir. Warum wohl? Weil ich ihn angeschossen habe. Boah, ich liebe das, wenn die hinter den Felsen hängen bleiben. Da muss der erst um den Felsen rumfliegen. Feuerwerk! So, hast auch deine Kreuzerfähigkeiten aktiviert. Natürlich. Gerade eben erst. Nö, wohin? Welche aktivierst du überhaupt immer? Waffen. Genau. Befehl Waffensystemeffizienz. Genau. Mal lesen, was es dort macht. Wirkt sich auf. Oh, wenn wir Gegenstände nehmen, so. Oh, komm, Kahnwende. Kahn. Plus 25 Waffenenergiekosten für sich selbst und Verbündete. Waffenenergiekosten? Was? Plus 25, minus 5, Minus. minus 25% Energie. Waffenenergiekosten Ja, eben. für sich selbst und Verbündete. Also, wie ist denn das dann? Stapelt sich das, wenn du aktiviert hast und ich? Wahrscheinlich nicht, oder? Was hat noch zur Auswahl? Feuer anziehen. Schadensreduktion für ihre Schildfrequenz. Schilder. Ich nehme mal strategische Manöver. Sind wir damit manövrierfähiger oder was ist denn das? Fluggeschwindigkeit für sich selbst, Kannst. 3% Wendegeschwindigkeit. Na, dann nehme ich Schild. Alter, jetzt ziehen wir mal auf was Richtiges hier. Und immer diese scheiß Traktorstrahle, ey. Alter. Ey, bis ich gewendet habe, habe ich mit dem Face so runtergeschossen. Das ist krass. Oh, mir fehlt ein Schild auf der anderen Seite.
selbstdichtende Schaftbolzen. Oh, Glückwunsch. Diese Drecksjäger, ey. Ach, dann geht's weiter. Na, ich ruf mal die Nimbus-Leute. Wieso sind bei den Nimbus-Leuten, Green-Schiffe dabei? Wieso nicht? Das sind Nimbus-Piraten. Also, was anderes. Schissens, wenn ich Notenergie für Schilde mache, habe ich jedes Mal hier Notenergie für Waffen-Cooldown. Ist ja scheiße. Ne, sicher, klar. Boom. So. Kennst du schon oder was wollen wir hier bauen? Hier war nichts zu scannen. Wo müssen wir denn hin? Ja, jetzt war beim nicht. Nächsten Platz ist wieder bald was zum Scannen. Ich muss erstmal. Ach, egal. Bülübü, bist du da? Oh, jetzt kommt hier irgendwo so ein kleiner scheiß Jäger angeschüsselt. Ich habe kein Feuer frei. So, während dem Kämpfen hier, könnte man vielleicht nochmal die Leute dran erinnern auf unser STO-Geburtstags-Event, oder? Was für ein Ding? Erklär mal. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ja, wie jetzt hier? Du weißt es nicht, dass wir am 2.2. hier im Spiel ein kleines Event machen werden. Ach so, ein Event? Ein Event, ja. Was genau passiert, wird natürlich noch nicht verraten. Das wird auf jeden Fall interessant. Dazu brauchen wir euch alle dazu. Also seid am 2.2. einfach mal im Spiel. Ich werde im STO German Chat weitere Infos dann kurz vorher Bescheid geben. Wann, wie, wo und so weiter. Manche kennen ja wahrscheinlich auch schon unsere Events. Die sind ja auch bei uns auf dem Channel zu sehen. Mhm. Und das wird auf jeden Fall was Größeres. Also das, als die, die schon bis jetzt waren. Ihr könnt gespannt sein. Wir haben einiges in Planung. Einiges müssen wir noch testen, ob es funktioniert. Ja. Aber wir machen es natürlich nicht ohne Grund, weil offiziell Star Trek Online Start war ja am 2.2.2010. Also sprich hat am 2.2. Star Trek Online Geburtstag. Das ist jetzt glaube ich der vierte Geburtstag. Und das wollen wir natürlich mit euch allen zusammen feiern. Schöne Ansprache. Jetzt bist du top motiviert mitzumachen, oder? Die solltest du echt Ferro zukommen lassen. Stimmt. Krasse Idee, wa? Wir müssen eh noch was schreiben, ne? Ja. Ja. Wir sind ja auch außerhalb, also offscreen sind wir ja nicht untätig. Sag mal, also, hast du einen Geschützturm drin? Ja. Okay. Den habe ich gehabt, den wollte ich mal reinbauen. Der war besser als der Phaser, den ich drin hatte. Sag ja, ich spiele eigentlich meistens, bis ich Level 50 bin, nur mit den Sachen, die ich mir immer so einsammle. Okay. Weil ich habe mich eh nur auf nichts spezialisiert oder so, dann kann ich auch mal ein bisschen hier Weihnachtsbaum reinbauen. Oder siehst du das anders? Hast du was dagegen? Nee, mich hat's nur gewundert. Vielleicht meinst du schon mehr in, also die grundsätzliche Guidelines-Folge, was das angeht. Mhm. Oh, Schilder. Oh ja. Übersieht man manchmal ganz leicht. Dabei sind so riesengroße blaue Ringe um dem Schiff, ne? Ja, aber das sieht man jetzt beim Vorderen gerade überhaupt nicht. Aber ich habe gerade mal dezent Hilfe geholt. Ach ja, und natürlich abgesehen von dem Event suchen wir auch immer noch Leute, die irgendwas in Star Trek Online präsentieren möchten. Also egal, ob es Flottenvorstellung ist, ob es Foundry-Missionen sind. Interessant wäre vielleicht zum Beispiel auch mal einer, der absoluter Profi ist in wie heißt die Mission nochmal? Wo ist immer die, oh, jetzt habe ich echt den Namen vergessen. No-Win-Szenario.
Mal so einen absoluten, Also. Profi, der das wirklich im Schlaf kann, also alle Also. Wellen. Also ein quasi ein Captain Kirk. Mit dem wir das mal spielen können und mal so zeigen, wie man eigentlich alle Wellen am besten schafft. Also wer da Lust dazu hat, kann sich gern bei uns melden. Und dann werden wir mal sehen, was wir machen können. Ich meine, ich sag's gerne immer wieder, wir wollen ja nicht für euch spielen, wir wollen mit euch spielen. Irgendwie zieht sich das mir so ein bisschen. Das sind ein Haufen Schiffe, ne? Ja. Ja, weil zwei Leute. Sehr logisch. Das klang jetzt aber nach vielen Phasern, Torpedos. Wie viel haben wir denn eigentlich noch da hier? Oh, wir haben gerade mal zwei. Kennst du eigentlich auch die Gegenden? Du bist meistens vor mir dort und scannst. Nö. Ich habe bis jetzt zwei gescannt. Naja, es sind ja auch bloß zwei. Ich Also. konnte bis jetzt immer noch nicht scannen, weil du mal schon vorher gescannt hast. Also. Mal ganz kurz auf die. Ja, das ist jetzt der Bereich hier und dann der nächste noch. Komm, bumm. Oh, immer hinterm Feld, Dings hier, ey. Boah, überall geht's hoch. Also, wenn man es jetzt mit den ersten Let's Plays vergleicht, also die ersten Missionen, geht es jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr ab, ne? Ja, es geht sogar bis hier auf den Rumpf. So, hier ist auf jeden Fall, warte mal. Hier habe ich noch nichts gescannt. Jetzt muss ich mal gerade. Achso. Wir haben zwei. Ich flieg noch mal ganz kurz zurück. Ich will mal wissen, ob das da hinten das gescannt worden ist. Hast du hier was gescannt? Hier war nicht so scannen. Wir müssen da aber die Frachter sind scannen. Okay. Und hier wurde eigentlich gescannt, soweit ich weiß. Weil das sind doch so Station, so Container, so ähnlich, so stationsähnliche Dinger. Immer Ja. zwischendrin. Und die müssen wir scannen. Aber so das hier ist schon gescannt. Ich komme wieder zu dir. Ja. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ich habe inzwischen schon mal angefangen. Ich hoffe, das ist okay. Jo, war schon. Jetzt kann ich erst Energie auf Waffen, dann die Hilfsbatterien und dann nochmal die EPS-Energieübertragung. Und du kannst eigentlich die ganze Zeit mit voller, mit vollem Spack. Oh, hoppala. Mit vollem Spack schießen, aber. Außer du fliegst voll in den Asteroiden rein. So wie du gerade. Psst. Ah, Das Tor fliegt nicht auf. warte mal ganz kurz, bevor wir jetzt weiterfliegen. Wollen wir hier die Mission splitten? Wir sind nach 28,5 Minuten. Ja, Jo. von mir aus. Ja, würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Mission noch geht, aber ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, oder? Okay. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.